Sieht doch nicht schlecht aus, oder? Sieht doch nicht schlecht aus. Das kann man nicht behaupten, denke ich. Das kann man nicht behaupten, ne, ne. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Und sehe ich gerade richtig? Sehe ich gerade richtig? Ist das das letzte Fort? Ja, tatsächlich, es ist das letzte Fort. Wie wär's denn, wenn wir das denn endlich mal weghauen? Überlegung wäre es sogar wert, von dort aus das zu machen. Dann die andere Insel mal mitzunehmen, da kurz mal ein bisschen was zu machen. In der Templerrüstung, ja. Ja, der Kran ist vielleicht ein bisschen komisch irgendwie. Aber sonst. Ja. Ist schon okay. Ist jetzt nicht die Modeoffenbarung in Assassin's Creed oder sowas. Ja, ja. Wir haben sie jetzt. Haben sie auf jeden Fall. Und die Maya-Rüstung holen wir uns auch, wie gesagt. Nicht unbedingt jetzt. Vielleicht beim nächsten Mal. Ich nehme nämlich nicht mehr. Wie gesagt, ich möchte jetzt hier nicht diesmal nicht so lange aufnehmen. Alles in Ordnung bei der Morgenwache. Ja, der Kragen sieht echt ein bisschen komisch aus. Alter, willst du mich verarschen eigentlich? Egal von welcher Seite du guckst, er steht plötzlich im Schatten oder was. Ja, der Kragen ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber sonst. Okay. So. Kurz mal wenden. Ein Lied! Ich will das Trinidad da bla bla Lied. Da. Segel setzen! Den Piran auf dem Wind! Ne, das war's nicht, oder? War's das? Nein. Nee, das war's auf keinen Fall. Ah, das ist sogar ein Schmuggler-Ding. Okay, cool. Aufgeilen. Captain über Bord! Sieh mal an hier. Direkt hier, weiß Bescheid hier, direkt so eine Flasche gefunden, Flaschenpost. Jetzt sieht man auch ganz gut die Größe. Ja, der Kragen ist echt ein bisschen zu groß geraten, nämlich, ne? Haben wir jetzt mal alle eigentlich? Nee, hier fehlt noch einiges. 17, 18, 19, 3 Stück. Sie haben eine Schatzkarte. What the f. Okay. 565. 565. Das hier? 565, 539. Sind wir hier? Ja, tatsächlich. Hier? Direkt? Hier draußen? Neben der Palme oder was?
Wasser? Ernsthaft? Hier vorne direkt? Nee, oder? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Da drüben vielleicht. Nee, auch nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ich mit Schattenkarten. Schatzkarten deuten. Ach ja. Ich bin nicht so der bildliche Mensch, weißt du. Ich laber lieber die ganze Zeit. Ich schaue es mir nochmal ganz kurz in Ruhe an, warte mal. Eine Palme direkt am Stein, direkt im Stein drinnen. Das wohl nicht eher, ne? Das ist ehrlich. Wenn dann schon eher auf der anderen Seite. Aber wenn ich jetzt hier so langsam drüber laufe, dann müsste das ja angezeigt werden. Dann kann es ja vielleicht auch auf der anderen Seite der Höhle sein. Oder? Wäre vielleicht ein bisschen einfach hier direkt hier vorne neben dem einen Geheimnis. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Was gibt's eigentlich? Gibt's hier überhaupt irgendwas? Nee. Da gibt's gar nichts. Dann wenn wir den Schatz finden, nur Geld. Nee, dann gehe ich erstmal rein. Kann ja vielleicht wirklich auf der anderen Seite sein. Und diese Rhymes, die kommen einfach so, weißt du. Frag nicht, warum ich so krass rhyme bin. Es kommt einfach so. Das sieht doch fast danach aus, als wäre es das. Hat der gerade gefragt, ey, willst du mal ziehen? So. Der Schatz. Aber es ist ja eh nur Geld. Aber Geld können wir auch gebrauchen. Wir brauchen ja immer noch Geld. Wir haben ja auch noch so viel zum Kaufen und was weiß ich. Alles. Ah, shit! Aber der wird ja jetzt ersaufen, oder? Ja. Ich mache stark von aus, dass der jetzt ersaufen wird. So. Hätten wir das auch fertig. Yay! Hauen wir den einfach mit weg, ist da auch scheißegal. Gehen wir den normalen Weg wieder raus. Haben wir das auch abgeschlossen? Ist doch super, oder? Das ist doch einfach nur schön, weißt du? Einfach nur schön. Einfach nur schön, 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 schön. So, und jetzt zum letzten Fort. Dann haben wir das auch alles endlich abgeschlossen. Haben auch komplett die Karte dann endlich aufgedeckt. Dann haben wir auch wieder eine Sache komplett und
nicht nur angefangen ist, ne? Gib den Wind ab! Gib mir etwas ab! Alle Segel raffen! Hey. Der Salzlake! Wo ist denn das Ding? Ist denn das noch gar nicht? Da ist es. Alter, das hört sich an, ey, wenn so ein bisschen größerer Vogel losfliegt, ey, als was weiß ich hier los wäre. Na, ihr kleinen Spanier, ihr Schweine. Was wollt ihr? Was wollt ihr? Wollt die Stress? Jungs, baller zurück! Was machen denn die Jungs? Die träumen! Die träumen! Ja, tatsächlich. Die träumen. Und du, Alte? Ja, da kriegst du direkt einen Kinnhaken. Vieren und Fahrt aufnehmen! Und Schulterscheck, besser gesagt, keinen Kinnhaken. Der Berg in Sicht! Der Rick nach ein Schoner! Spanier! Scheint allein zu sein, Sir! Das finde ich ein bisschen dumm, ja. Dass sie nicht automatisch selber angreifen, ja. Das ist gar nichts. Feuer! So. Da ist sie am Schwächsten. Warten auf dein Zeichen. Feuer! Captain, ein paar Treffer hier und sie brechen. Feuer! Da, Captain. Die schießen. Kanone bereit. Kopfsegel rennen. Aber geil, wie schnell wir mittlerweile schießen können. Feuer! Oh ja. Feuer! Ballert ihr ruhig auch, ist mir scheiße. Hol sie nieder, raus aus dem Wind! Ich gehe hier vom Bord, Jungs! Okay. Das letzte Fort! Ja, Mann! Go, 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 Junge! Weil ich so eine coole Sau bin. Einfach mal die Kiste jetzt schon mitnehmen. Yes. Ach du Kacke, wir müssen auch nur einen weghauen. Boah. El Pichón está perdido. So. Alles schön nebenbei einsammeln. So. So, komm! What the? Na. Na, jetzt. Geh weg! Bam, so wieder hoch. Ah, ja, viel zu leicht. Ist ja auch ein relativ kleines Fort. Was will der denn, Junge? Einfach Boss-like, ey. Einfach Boss-like. Zack. Oh, jetzt hier rein, hier. Pass auf, du. Wow! Bam!